Da kam mir irgendwie so ein Erkenntnis, dass ich, vielleicht ist Erschöpfung sowas wie Pubertät oder Revolution vielleicht eher der Seele, ne? Erschöpfung und in der Folge Burnout. Es kam für mich so, sie holt sich da ja irgendwas zurück. Ne? Und mit allen Menschen, die ich spreche, ist es immer wie, okay, ich lebe ein Leben, das eigentlich nicht meins ist. Mhm. Ich lebe hier was, das bin aber gar nicht ich. Und das kann man mal machen. Man kann beim Abendessen mit den Schwiegereltern mal nett sein oder so, oder sagen so, ja, ist alles toll und so irgendwie sowas machen. Und auf Dauer geht das aber nicht. Mhm. Auf Dauer ist es extrem anstrengend. Das führt zur Erschöpfung und dadurch, dass wir uns verstellen, dass wir eine Rolle von anderen einnehmen, ob es jetzt ein Wunsch der Gesellschaft ist oder der Eltern, wie auch immer, wir wollen eine Erwartung erfüllen, vielleicht auch einmal, die wir uns selbst gebaut haben. Also meine Eltern haben mir nie gesagt, oh, geh ins Hotel und werd Manager, sondern das habe ich mir selbst zusammengebraut, einfach durch das, was ich erlebt habe. Schalte ich in dem Moment auch ganz viel von mir aus, was ich eigentlich bin. Ne? So, okay, ich bin eigentlich ganz spontan und kreativ und freudig. Das kann ich aber alles gar nicht sein. Wenn ich diese Rolle erfüllen will, muss ich das alles abschalten. Ne? Diese ganzen Schalter müssen alle aus. Dum, dum, dum. Und irgendwann sind fast alle Schalter aus. Ne? Bin ich einfach nur taub und erfülle irgendwie andere Punkte. Und muss ja zur Erschöpfung führen, ne? Und zur Taubheit, zu nicht mehr fühlen, mhm. weil es alles ausmachen muss. Mhm. Und so geht es im Grunde jedem, mit dem ich spreche. Ja.